Ja, die Deutschen, die sind ja deppert, gell? Da haben sie ein paar bunte Bilder im Fernsehen und sagen, das ist die Corona. Da haben sie keinen wissenschaftlichen Nachweis, nichts dafür. Und das blöds gesagt, das glaubt das auch noch. Ja, mei. Und den machen sie einen Test. Der kann gar nichts. Voll, der kann ja gar nichts nachweisen, aber voll dieser Test da ist, da machen sie Geschäft zu. Und die blöden Deutschen, die machen das, haben sie nichts mehr zu fressen, das Gesindel. So ist das halt, gell? Weil sie ein wenig deppert sind. Dass nicht mehr als 10 Mann zugelassen sind. Eine Spontanversammlung angemeldet. Und jetzt bitte ich Herr Bohrer einfach mitzukommen, wir wollen nicht. Und der ganze Haufen ist ja das Welt zu Gericht. Das bringt auch wieder feiner Geld. Der ganze Gericht und dann haben wir sie alle auf der Listen. Und dann machen wir feine Lager fertig, da kommen sie alle rein. Die Deppeten, die Aufgewachten, was sie denken. Die wissen gar nicht, was sie da erwartet. Disk, Geschmeiß. Und die Christine hat ja gesagt, weil bevor wir die in Lager sperren, müssen wir einen großen Grund haben. Also müssen sie sterben wie die Fliegen. Und die Christine Lagarde, die alle Hex hat gesagt, die Alten, das ist das Problem. Die müssen weg. Das machen wir. Da haben wir denn die IG Farben, die heißt jetzt ein wenig anders. Die haben wir angerufen und die haben gesagt, ja, ja, ja freilich, da machen wir euch was Feins. Da spritzt die ihr den einen und dann sterben die wie die Fliegen. Das ist gar kein Problem. Und am Ende haben die so eine Panik, dass die blöden Deutschen sich gegenseitig Schädel einhauen. Das wird fein. Da können wir schön das Popcorn kaufen und uns schön in den Sessel setzen. Die Deutschen.